Jo liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Lokaler-Video, aber heute spielen wir mit den Decks, ich mit meinem Quailer, er mit seinem Mickey-Deck. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! So, da haben wir unsere Decks. Wir haben schon ein bisschen gemischt, ja. Gemischt, aber wir werden jetzt nochmal ein bisschen kurz durchmischen, ja. Und dann entscheidet der Herald, genau, wer beginnen darf. Ich finde, meiner Meinung nach ist als erstes beginnen dann besser, weil du einen Tinte Vorsprung hast. Es nimmt dir so viel mehr, du hast einfach viel mehr Value. Weil oft ist es wirklich auch so, als ich gemerkt habe, ein Zug, also beide Games, die ich verloren habe, ist und einen Zug mehr hätte ich gewonnen. Und ich glaube, bei allen drei Games war ich immer Zweiter. Ja. Das hätten so wie bei Hearthstone machen können, dass du dann als zweiter Spieler gleich zwei hast oder so. Oder irgendwie ein Vorteil. Ich meine, ja, sie geben da eine Karte, die man ziehen kann. Ja. So, gehen jetzt auf einmal mein Deck. Ja, durchmischen. Und jetzt, bevor wir reinschauen, machen wir High Roll. High Roll, genau. Ich glaube, mit dem 5, okay. Und 7. So, es war auch aussuchen, dann ja, würde ich sagen, ich fange an. Ja. So, am Anfang, zu Beginn des Spiels, zieht jeder 7 Karten. Genau. Und dann dürfen wir einen Mulligan machen, sprich uns Karten behalten, den Rest zurück ins Deck legen. Das ist der Vorteil dadurch, dass wir schon mit Deck spielen, was wir kennen, ist ein bisschen einfacher. Also ich versuche so quasi so 1, 2, 3, 4, 5, 6, dass ich schon vorausplanen kann, weil ich halt noch nicht wirklich eine Strategie habe. Ja. Und den ganzen Sprint jetzt nicht lauter 2 aufzuheben, lauter das und so aufzuheben. Mhm. Das zum Beispiel, ja, wurscht, das. er kann zuschauen. Das ist gut, ja, ich schau nicht hin, ich tu nicht cheaten. Mhm. Was nehme ich da? Ich mache die eine Karte durchweg. Die tue ich leider weg auch. Kommt weg. Der werden ins Deck zurückgemischt, darf ich dann nochmal neu ziehen. Mhm. Muss man auch dem Gegner nicht zeigen. Blöd ist, wenn du es dann nochmal ziehst. Ja, oder wenn man es mehrmal spielt, dann ist es halt super lustig. Mhm. So, ich will euch weg. Ich habe 3, das heißt nochmal 3 nachziehen. Ich kriege einen noch. So. Dann würde ich beginnen. Mhm. Also ich als erster Spieler, ich darf keine Karte nachziehen. Ja. Ich werde da unten ein Deck hinlegen. So, ich passe nicht auf das Spiel nicht zu sehr. Sonst. Ich arbeite sich unterlegen. Ja, beginne ich mal. Vor allem erster Zug oder zu Beginn des Zuges hat man ein Tab-Segment. Das heißt, man kann alle Karten wieder ready machen, dass man sie wieder spielen kann. Und danach zieht man. Und dann gibt es eine Hauptphase, wo man alles machen kann. In irgendeiner Reihenfolge, wie man will. Ich lege mal eine Karte in meine Tinte. Die Tinte muss aber herzeigen. Ja, genau, es muss die Tinte herzeigen, weil man kann nur Karten, die halt oben diesen weißen Kreis haben. Diesen Kreis haben, genau, wenn die Karte nur eckig ist, habe ich jetzt so leider keine zum Vergleich, ja. Dann kann man es halt nicht machen. Mhm. Aber ich zeige die Karte halt her, dass sie in die Tinte gelegt werden kann. So, dann nutze ich gleich eine Tinte, indem ich sie tappe und lege eine Karte und spiele Stitch für einen Tintenvorrat 2-2 und kann eine Legende sammeln. Kommt meistens, ich mache es dazu, ich lege es zuerst mittig, dass sie quasi trocknen muss. Und erst wenn sie getrocknet ist, kommt sie nach vorne in die aktive Position. Genau, und es dauert immer eine Runde lang, bis die Karte getrocknet ist. Und zum Mitschreiben nehmen wir halt so ein Schreibbrett, da kann man halt schöne Notizen machen. Vielleicht kann man es sehen und danach wieder weglöschen. Ja. Gut. Kann man es nicht lesen? Ja, kann man lesen. Kann man lesen. Und dann bin ich jetzt dran, dann oder? Dann bist du dann, ja. Und ich darf ziehen, weil ich als Zweiter sagen kann. Genau. Das ist schon mal sehr gut. Dann lege ich ihn Maurice in die Tinte. Okay. Das ist mein Tintenvorrat unten. Dann. Dieses auch zu wissen, was in die Tinte legt, ist, dass man so ein bisschen so strategisch halt weiß, was spielt der Gegner, was macht er, was hat er für ein Deck. Dann kann man schon so kontern. Genau. Und dann wird der Herzog runtergelegt für eine Tinte, ist getappt und er muss trocknen in die nächste Runde. Das heißt, du bist dran. Dann bin ich dran. Die Karte ist jetzt ready, ich enttappe und ich ziehe eine. Dann lege ich meinen Zauberbesen schnell weg mit ihm in die Tinte runter. Mhm. Auch noch gut zu wissen, wenn man dann angreift oder so, noch nicht getrocknete Karte können nicht angegriffen, also herausgefordert werden. Genau. Nur erst nachdem sie erkunden waren oder halt eine Legende gesammelt haben und auch getappt sind. So, dann tappe ich 2 Tinte von mir, um Minimaus zu rufen. Mhm. Für 2 Tinte.
muss aber erst noch trocknen, kann mit der nichts machen, aber mit Stitch, ich kann sonst nicht angreifen, werde ich mit ihm einmal erkunden gehen und eine Legende sammeln. Ja. Ich bin auf 1. Sehr gut. Melissa. Passt. Dann bist ein du. Tap, dann kommt der in die Trocknungsphase und ich ziehe. Aus dessen Wäschetrockner. Genau, dann mache ich das einmal so, dass ich jetzt schon mal eine Legende sammeln gehe. Genau. Das heißt, ich schreibst du 1. Dann spiele ich... Weil man kann natürlich auch mit Legenden sammeln, man kann jetzt auch so einen Würfel nehmen und auch... Dann spiele ich einmal Schild der Tugend. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wie gesagt, mit Board ist zwar auch cool, aber tun wir da mit Legenden Würfeln. Sammeln mit D20 Würfeln. Genau, genau, das heißt, passt, dann spiele ich Schild der Tugend, mache einen Charakter deiner Wahl bereit. Ja, ich muss die dafür tappen. Und 3 Mana. Zusätzlich, ja. Du hast 3 Mana. Also 3 Tinte kostet es und selbst. Achso, ja, das kann ich ja dann gar nicht machen, weil ich habe keine 3 Tinte. Und, Gegenstände können gleich benutzt werden. Die müssen nicht trocknen, also sie kommen gleich vor. Nur Wesen, wie kann man sagen? Ich will sagen Kreaturen, aber es sind halt keine Kreaturen. Stimmt, die kann ich gar nicht. Dann lasse ich es. Wurscht, mit dem mache ich jetzt schon sammeln. Das lasse ich. Ja. Dann lege ich die halt stattdessen in die Tinte. Okay. Dann spiele ich in Donald Duck runter. Mhm. Der muss getrocknet werden und kostet mir 2 Tinte und dann bist du dran. Ich war sammeln schon. So, dann ein Teppich. Mhm. Die Karte ist getrocknet. Und das ist immer leicht zu merken, dass ein Zwischending drinnen ist. So, ich gehe hier. Puh, die sind eigentlich nachher gut. Die sind sehr gut. Ich werde Facilier in die Tinte legen und nutze 3 Mana und spiele aus Maximus, oder 3 Tinte. Maximus kann ich eine Karte im Feld wählen und siege für diesen Zug 2 weniger Angriff und ich wähle den Herzog. Mhm. Dann greife ich mit Minimaus den Herzog an. Ja. Der ist dann kampfunfähig, weil er nur 2 Schwäche hat. Bekommt jetzt dann keinen Schaden, weil er 0 Angriff hat. Und mit Stitch gehe ich erkunden auf 2. Okay. Und das war's für meinen Zug. Passt. Und du bist. Enttappe, der kommt jetzt vor, der ist getrocknet. Wenn man sich heftig findet, das Spiel wird halt immer schneller. Man glaubt es gar nicht. Dann spiele ich Aladdin als Tinte. Mhm. Ich spiele 3 Mana. Spiele in Jasper. Hat einen coolen Effekt. Wenn ich den erkunden gehe, kann ich einen Target wählen und er kann im nächsten Zug nicht erkunden. Aha. Der muss aber erst getrocknet werden, hat 4 Death, ist cool. Dann war es das mit meiner 3 Tinte. Und Donald hat 2 Dingsbums, damit ich greife einen Stitch an. Aha. Dadurch habe ich 2 Schaden auf meinen Donald. Stitch ist kampfunfähig. Kampfunfähig ist weg. Ja, und der hat 2 Damage, der Donald. Richtig, ja. So, dann bin ich. Ja. Dann tappe ich die Karten. Er ist wieder ready. Und ziehe eine Karte. Dann werde ich ihn Olaf Scholz in die Tinte legen. Und für 4 Tinte Jafar spielen. Mhm. Das ist eine 2-5er mit Herausforderung. Das heißt, wenn die Karte herausfordert, kriegt sie plus 3 Stärke, dann ist eine 5-5er. Wenn sie angegriffen wird, dann nicht. Mhm. Und ich greife mit Minimaus deinen Donald an. Mhm. Dann kriegt sie 2 Schaden. Ja. Und mit Maximus gehe ich erkunden auf 3. Ja. Und dann bist du. Dann ziehe ich. Meine Tinte ist wieder bereit. Dann lege ich die Cruella in die Tinte. Mhm. Der kommt vor, der ist getrocknet. So. Ich spiele für eine Tinte spiele ich die Stampede. Ich beschädige den Charakter keiner Wahl, macht 2 Schaden auf deine Mini. Okay. Das heißt, die Aktion ist weg. Und das war's mit meiner Mini-Maus. Das war's mit deiner Mini-Maus.
Hat der 3 Mana? Ja. Für ein Tinte ist halt heftig. Ja, das ist heftig. Dann spiele ich für 3 Tinte. Also warte mal, nein. Ich habe einen Mana 3, da kann ich das kostenlos spielen. Ich muss ihn nur dafür tappen. Und ich schicke einen Charakter meiner Wahl wieder zurück auf deine Hand. Das ist er. Jafar, okay. Jafar, wieder auf die Hand. Wieder auf die Hand. Dann bleiben mir noch 3 Tinte über, kann aber nichts mehr machen und du bist wieder. So, dann tappe ich alles. Mhm. Somit habe ich ihm schon ein paar Board-Sachen wieder runtergegeben. Das ist der Stark an dem Deck. Ja, dann mache ich einfach nochmal für 4 Mana. Bringe ich ihn einfach nochmal. Ja. Hat die aber jetzt eine Runde gekostet. Ja. Und geh mit der Karte einfach erkunden. Mhm. Bin auf 4. Okay. Dann bist du. Dann ist ein Mana wieder ready bei mir. Der ist enttappt. Und ich ziehe eine Karte. Gut, dann kommt der auf die Tinte. Grauenhafter okay. Verrat, habe ich 5. Dann spiele ich 4 Mana. Und spiele im Pongo. Der ist wendig. Und dann gehe ich mit dem Jasper erkunden. Und ich wähle ihn als Target, dass er in der nächsten Runde nicht erkunden gehen kann. Okay. Weil nicht, dann legen wir ihn so einen Würfel drauf, dass er getargetet ist. Ja. Und dadurch, dass er erkunden war, kriege ich eines dazu. Passt. Du musst ja urviel sehr 6, dass er aus der Zahl ist die. Ja, die was so. Übertrieben ist, ja. Dann tappe ich den, tappe ich den, der ist ready. Ziehe eine Karte. Ja. Dann für 4 Mana spiele ich den Meerschaum. Der ist auch wendig. Und wenn ich noch den zweiten auf der Hand oder den zweiten hätte, dann erhält der andere auch wendig. Ja. Also der wird den anderen auch bauen. Dann greife ich mit Jafar mit 5-5 den an. Ja. Der kriegt 2 Schaden. So, 2 Schaden auf den. Ich habe noch nichts in meinen Tintenvorrat gelegt, aber ich möchte auch noch nicht, sage ich mal so. Der kann leider nicht erkunden, weil der hat einen Debuff. Und so gut, oder? Dann sage ich einfach, bist du dann. Passt, dann ziehe ich. Dann kommen die ins Enttappen. Dann kommt der Pongo nach vor. King of the Bongo. King of the Bongo. Gut. Dann spiele ich für 3 Mana im Peter Pan. Der hat auch wieder wendig. Wahnsinn. Und ja, dann gehe ich mit dem herausfordern. Du bist auch schon auf 4, ja? Ja. Und das ist das Gute, du kannst sie nicht angreifen, du musst auch wendig haben. Dann noch was? Nein, das war's, ich hab. Nein, 7 Mana habe ich alles. Der ist ready, was heißt? 7 Mana habe ich leider nicht. So, dann ziehe ich eine Karte. Dann tappe ich 3 Mana und spiele Malefice. Wenn die ins Spiel kommt, kann ich eine Karte ziehen. Stark. Ja. Und dann spiele ich für 1 Mana den Stitch. Und dann greife ich mit meinem Meerschaum deinen Punkt an. Ist ja auch wendig. Ja. Wie viel hat der? 3-3. Das heißt, der kriegt 2 Schaden. 2? Deiner, ja. Das ist doch ein wendigen. Gut. Und dann werde ich mit den 2 erkunden gehen. Aber ich tue nur so, was geschickt habe, das reicht schon. Gehe ich mit dem erkunden. Und das heißt, du bist auf 6. Krieg 2 Punkte und bin auf 6. Okay. Dann bin ich. Ja. Dann ziehe ich und ich enttappe. Ich spiele für 1 Mana meinen Top-Deck Stampede auf den Meerschaum. Ja. Das heißt, der ist weg. Mein Top-Deck. der kommt nach vorn.
Ja, ich kann mit der Karte nicht spielen und ich gehe erkunden mit den 5. Mhm. Du meinst aber so, ich lege uns, dass wir ein bisschen mehr Platz haben da oben hin. Ja. Mir wird es sonst eng. Kann man es auch lesen, glaube ich. Ja. So, dann. Hast du sonst noch irgendwelche Wendigen? Mhm. Nein. Noch nicht, aber. Gut. Sonst nix? Nein! Dann ein Teppich. Die sind alle ready. Mhm. Und tappe, und tappe und zieh. Mhm. Mhm, mhm. Dann boah, tappe ich mal 2 für. Ich spiele die Karte Sei Gast. Ich kann mal die obersten 4 Karten anschauen und einen Charakter davon auf meine Hand nehmen. Oder du kannst einen Charakter, der 2 oder mehr kostet, tappen, um dieses Lied zu singen. Dann würde ich einen Charakter, der 2 oder mehr kostet, tappen, um das zu singen. Mhm. Das kann man auch machen. Also man kann auch einen Charakter, der 2 oder mehr kostet, tappen. Das ist der, um das zu singen. Ich kann mal die obersten 4 Karten anschauen. Und einen Charakter auf die Hand nehmen und die anderen in einer Reihenfolge unter das Deck. Ich nehme Malachis auf die Hand. Mhm. Die anderen lege ich unter das Deck. Dann tappe ich 3 Mana und spiele Malachis. Und darf hier eine Karte ziehen. Der ist wendig. Dann. Lege ich. Tintenhoppe in meinen Mana-Vorrat oder meinen Tintenvorrat, sorry, mhm. Und gehe mit 1, 2, 3 Erkunden. Das heißt, du bist auf 9. Und bin ich auf 6, 7, 8, 9. Und dann bist du. Passt, enttappe ich. Zieh. Und ich kann mal keine so sagen, so 20 Minuten bis maximal 30 dauert ein Spiel. Und natürlich, wir sind ja auch noch Anfänger, müssen noch Karten lesen. Wenn du natürlich schon ein fertiges Deck hast, wo du weißt, die Kombo spiele ich, das mache ich so. Ja, Jasper kommt auf den Mana-Vorrat. Und ich gehe wieder erkunden. Mhm. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe halt nur eine Handkarte. So auf 6, ich suche für die 6. Da ist der Punkt. Ja. Ja. Dann bin ich. So, meine Armee ja, fühlt sich. Solange es nicht. Das ist eh schon 5. Jetzt kommt 5 nochmal dazu. Wenn nicht sogar mehr. Ja, das, da ist dann die Situation, glaube ich, im Game State, dass du da nicht mehr nachkommst. Vor allem jetzt ist wirklich so ein Punkt, in 3 Runden ist das Spiel aus. Ja, also jetzt dauert es nicht mehr lang. Ich lege Hakuna Matata in den Mana-Vorrat, also in den Tintenvorrat. Ja. Und tappe 6 für 2-mal den MMA-Fighter. Ja. Die war schon ready, die kommt schon die vor. Die war schon ready, die kommt schon vor. Ich lege die da gleich aufeinander, weil es halt 2 sind. Und ich gehe 1, 2, 3, 4, 5 Erkunden. Das heißt, ich bin auf 14. Ja. Nein, es war nur der 4er. Ich habe ihn. So, 14. Und nächste Runde habe ich 5, genau. 6, 7 Erkunden. Dann das heißt, jetzt müsstest du was schaffen, dass du das wegkriegst. Ja. Ich lege ihn rein. Ich tappe 7, damit ich Aladdin. Das geht sich nicht aus. Das sind nur 6. Unten, oder? 7, oder? 7. Aber es geht sich trotzdem nicht aus, dass ich in der nächsten Runde. Weil mit ihm, ja, aber ihn habe ich enttappt. Ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Legendenpunkte mache ich. Und wenn du nur einen wegkriegst, mache ich trotzdem 6. Ja, das ist sauber. Ich komme nicht nach. Ich habe die ganze Zeit einen 7 in der Hand. Mhm. Okay, ja, dann ist... Das ist Game. Game für mich. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es war eine hilfreiche Runde, da hat Spaß gemacht. Mhm. Weil wenn es natürlich auch mit den anderen Decks... Spielen. Ich bin schon gespannt wegen König der Löwen wieder. Du wirst das Deck das nächste Mal, glaube ich, oder? Ich habe das Mickey-Deck als nächstes und du das nächste in König der Löwen. Dann kannst du mich mit dem neuen König der Löwen spielen. Ja, hoffentlich. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Ja.